Hallihallo, Crypto TV ist da. Ich möchte euch gerne mal etwas erzählen. Es gibt nämlich eine kleine Programmänderung jetzt auf Crypto TV in zweifacher Weise. Ich fange einfach so an. Zwecks meinem kaputten Knie muss ich mich jetzt doch ein bisschen mehr einteilen, in die Zuge dessen, dass ich auch nicht so wie der Mikkel, der mit seinem kaputten Knie schon ein extra Kugelgelenk braucht, muss ich schauen, dass ich nicht auch so weit einmal hinkomme. Darum will ich mal sagen, ich werde sonntags immer jeden Demonstration dabei sein. Sonntags 14 Uhr Motorplatz, sowieso selbstverständlich. Ich werde auch immer mitfilmen, wenn es jetzt um andere Locations geht. Die nächste Veranstaltung am 2. April in Mondsee, da bin ich noch dabei. Aber ansonsten möchte ich euch einmal was sagen. Ich habe einmal zwei, drei Videos hochgeladen vor längerer Zeit. Da habe ich die Menschen gebeten, ihr habt alles fleißig Handykameras mit, ja. Eigenverantwortung, nicht immer alles auf mich umwälzen. Filmt fleißig mit, schickt mir eure Videos. Wenn ich mal nicht dabei sein kann, dann schickt mir die Videos zu. Aber so zu, wie ihr es haben wollt. Ungeschnitten oder geschnitten, das liegt dann an eurer Verantwortung. Was ich euch anbieten möchte, ist, dass ich es dann bei mir hochlade, damit ihr gesehen werdet, vor allem die Demonstrationen gesehen werden. Ich selber muss mir jetzt aus, nicht nur wegen knietechnischen Gründen, ein bisschen zurücknehmen. Wenn man mal meinen Kanal ein bisschen weiter zurückverfolgt, wie vor 2 Jahren, wo der Corona-Faschismus angefangen hat, ja. Ich war bin eigentlich ein sehr vielseitiger sozialkritischer Sender. Ich habe mich früher, vor Corona, immer zeitgleich jeder Baustelle angenommen, was da geht. Nur das kam jetzt alles viel zu kurz. Zum Beispiel vor 8 Jahren war bei mir schon Ukraine-Krieg ein großer Begriff. Und da habe ich in Kooperation mit Klagemauer TV eine kleine Sendung gemacht, 2014 wohlgemerkt, über den Ukraine-Krieg. Mittlerweile denke ich mal, ich muss jetzt eine neue Auflage machen über dieses Thema, aber das wird eine sehr aufwendige Dokumentation werden. Das braucht Zeit. Und ich bin eine Ein-Mann-Band, ich muss mich einmal entscheiden, nach 2 Jahren Corona-Thema hochladen, das kommt mir schon vor, wie täglich grüßt das Murmeltier, ja? Also, das bedeutet, dass ich jetzt einmal diesbezüglich mich da zurücknehme. Ich werde jetzt alles filmen, sonntags, aber es kommt nur noch ins Archiv. Ausgenommen die Polizei, die flippt wieder aus und wird irgendwem verprügelt oder sonst was. Dann werde ich es sofort veröffentlichen. So viel mal dazu. Und jetzt der zweite Grund, warum ich mich etwas zurücknehmen muss, weil ich mich auf was anderes konzentrieren muss. Ich bin jetzt circa 70 Mal zur Post gelaufen, um Liebesbriefe abzuholen. Nicht weil ich 70 Anzeigen hätte, es sind knapp über 30 nur. Aber ich musste ja auch wegen Einsprüche, wegen Beschwerdewege eines selben Aktes, also oft wegen Anakt, 3-mal zur Post laufen. Und gestern habe ich wieder mal so einen blauen Brief abgeholt, weil ich gestraft werde, aber auch einen anderen RSB-Brief. Und schaut einmal an, zur Abwechslung schickt mir das AMS einmal in RSB-Brief. Und warum? Ich habe zum AMS gesagt, ich habe ein kaputtes Knie, ich kann mir sechstens zumuten, 2-3 Stunden am Sonntag zu demonstrieren für unsere Freiheit, aber mehr kann ich nicht mehr leisten. Ich kann keinen Chef zumuten, dass er mich da in den Krankenstand schickt. Ich habe im April dann bald meinen OP-Termin und bevor das nicht abgelaufen ist, kann ich keinen Job annehmen. Nicht nur wegen mir, sondern auch weil ein Chef nicht zur Last fallen möchte. Das ist den AMS scheißegal gewesen. Die haben mir jetzt komplett das Geld gestrichen. Ich habe mich schon gewundert, warum ich diesen Monat keine Kohle überwiesen gehabt habe. Und jetzt weiß ich es. Weil ich anscheinend eine Arbeitszuweisung verweigert habe. Obwohl ich denen gesagt habe, ich kann doch nicht zu dem hingehen, der seine wertvolle Arbeitszeit splattern dem Chef, wo ich mich dann auch nicht einstellen kann. Na gut, ich muss mich jetzt auf was anderes ein bisschen konzentrieren, ich muss mein Leben retten. Ich werde nämlich jetzt demnächst deswegen meine Wohnung verlieren. Ich werde demnächst meinen Internetanschluss verlieren. Ich werde demnächst die Kohle für das Essen verlieren. Na stimmt nicht, Suppenküche kann ich ja nicht geben, wenn ich geimpft bin wahrscheinlich. Also, ich hoffe, dass man das jetzt nicht übel nimmt, wenn ich zwar viel filme,
auf Demonstrationen, wo ich dabei sein kann. Aber sagt mir best, ich kann die jetzt nicht veröffentlichen, weil ich mir auch andere Baustellen zuwenden will. Und vor allem, weil ich selbst jetzt mein Leben retten muss und nicht nur Österreich. Okay? Somit freut es mich, dass man zugekocht hat, dass keiner von da jetzt heimgegangen ist und bis zum Schluss zugekocht hat. Das würde ich mir bei den Sonntagsdemonstrationen auch wünschen. Und somit, gehabt euch wohl, liebe Freunde. Thank you.